Hallo liebe Darts-Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei deindart.de. Ich bin Max und starte heute mit euch in unsere kleine Equipment-Reihe. Wir werden uns am Dart von hinten nach vorn arbeiten, also fangen wir heute mit dem hintersten Teil an, den Flights. Doch bevor wir anfangen, muss eins definitiv vorab gesagt werden. Flights sind genauso wie die Chefs, die beim nächsten Mal drankommen, Verschleißprodukte. Es ergibt keinen Sinn, einen Dart-Pfeil nach Chefs oder Flights auszusuchen. Oft liest man auch in enttäuschten Rezensionen, dass die Flights oder die Chefs schnell kaputt gegangen sind. Das sollte allerdings nicht direkt negativ in eine Bewertung einfließen. Denn Flights und auch Chefs machen den Dart erst zum Dart, kauft man ein Set Darts, kauft man aber in erster Linie die Barrels. Dadurch, dass die Chefs und die Flights oft verhältnismäßig kostengünstig sind, macht es Sinn, zuerst mit ihnen zu experimentieren, statt sich gleich ein neues teures Barrel zu kaufen. Deswegen arbeiten wir uns auch, wie gesagt, von hinten nach vorne durch. Bei den Flights gibt es vor allem drei Hauptkriterien, die sie unterscheiden. Erstens die Form, zweitens die Dicke und drittens ihr Material. Kommen wir also als erstes zur Form der Flights. Auch wir haben schon einige verschiedene Formen getestet. Lars spielt zum Beispiel sehr gerne schmalere Flights, während ich nach wie vor mit den Standard-Flights am besten klarkomme. Im Hintergrund zeigen wir euch einige verschiedene Formen und die Flights, die wir gerade zu Hause haben. Für welche Form ihr euch entscheiden solltet, solltet ihr an eurem Wurfstil festmachen. Grob ist zu sagen, je größer der Flight, desto größer der Auftrieb. Eine hohe Flugkurve wird also mit breiteren Flights meist besser. Zudem wird der Pfeil auch mit weniger Schwung stabil getragen. Wer den Dart sehr geradlinig und mit Schwung aufs Board wirft, sollte schmalere Flights verwenden. Soweit aber die Theorie. Denn in der Praxis scheiden sich zum Teil die Geister. Es gibt nicht wenige, die behaupten, dass durch den geringen Weg gar kein physikalischer Unterschied möglich sei. Vermutlich ist es auch zum Teil Kopfsache, beziehungsweise eine Mischung aus beiden. Deswegen gilt, in der Praxis sollte man alles mal ausprobieren. Und wie gesagt, durch den hohen Verschleiß kommt man auch oft dazu. Und recht schnell findet man seine Favoriten. Einem Einsteiger raten wir aber mit den Standard-Flights, wie sie auch knapp 90% aller Dartspieler spielen, zu beginnen. Denn diese garantieren ein funktionierendes Spiel, wohingegen die anderen Sorten auch das Spiel deutlich negativ beeinflussen können. Kommen wir als zweites zur Stärke, also der Dicke der Flights. Diese wird in Mikron angegeben. Die gängigen Stärken sind 75, 100 und 150 Mikron. Es gibt heutzutage auch noch dickere mit bis zu 180 Mikron. Welches die Vor- und Nachteile der verschiedenen Stärken sind, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Die dünnen 75 Mikron Flights sind sehr, sehr beweglich und flexibel, wodurch diese eng beieinander platziert werden können. Dafür gehen sie logischerweise schneller kaputt. Dünne Flights sind besonders für Metallchefs geeignet. Stabiler, aber nicht steif, sind die 100 Mikron Flights. Keine erhebliche Gewichtszunahme, die ideale Stärke für die meisten Spieler. Diese Stärke ist auch für die Einsteiger sehr zu empfehlen. An ihr kann man sich mit am besten orientieren. Die 100 Mikron Flights passen so gut wie auf jeden Chef. Sehr stabil und die Flügel sind nahezu immer im 90 Grad Winkel zueinander. Das ist bei den 150 Mikron Flights der Fall. Zudem sind diese auch oft sehr lange haltbar, aber schwer und wirken oft sperrig auf dem Dartboard. Außerdem kann man Probleme bekommen, wenn man Metallschafts spielt, da bei denen die Spaltmaße oft nicht groß genug sind und man deswegen die Flights nicht immer problemlos hineinbekommt. Relativ neu, extrem stabil und lange haltbar sind Flights von mit bis zu 180 Mikron. Diese stabilisieren zusätzlich die Flugbahn des Darts, sie sind in den meisten Fällen allerdings recht unbeweglich und schwer. Zudem sind sie nur für Schafts aus Kunststoff oder spezielle für sie gefertigte Schafts geeignet. Diese Stärke ist noch relativ untypisch und auch noch nicht wirklich zu empfehlen. Allerdings gibt es eine Ausnahme, nämlich den japanischen Hersteller L-Style. Dieser hat eine neuartige Technologie entwickelt, der es ermöglicht, stabile, aber dennoch flexible Flights in 180 Mikron herzustellen. Nachteil bei denen ist leider,
Die Flights sind extrem teuer. Ein Satz kostet schnell mal das Achtfache des üblichen Preises. Natürlich halten die Flights auch länger und einige Profis spielen sie schon. Trotz dessen sollte man sich ganz genau vor dem Kauf überlegen, ob es einem die Sache wert ist. Kommen wir abschließend noch zum Material der Flights. Hier gibt es drei maßgebliche Materialien zu nennen: Kunststoff, Nylon und Papier. Papierflights sind meist die, die ihr für 4 Euro pro 100 Satz förmlich hinterhergeworfen bekommt. Unser Tipp: einfach die Finger davon lassen. Nylonflights sind meist sehr dicke Flights, da der Stoff einfach nicht dünner zu produzieren ist. Sie sind sehr lange haltbar, fransen also weniger schnell aus und sind trotz ihrer Dicke sehr flexibel. Allerdings ist da auch ihr größtes Manko. Sie können sich sehr schnell verformen und damit ist eine exakte Flugbahn nicht mehr garantiert. Man muss Vor- und Nachteile abwägen und schauen, ob man mit Nylonflights zurechtkommt. Ich zum Beispiel habe auch für einige Monate Nylonflights gespielt, bin jetzt aber auf Kunststoffflights umgestiegen. Und nun zum am häufig gespielten Flightmaterial in der Dartswelt, nämlich Kunststoff. Kunststoff-Flights sind relativ beständig, was die Lebensdauer angeht, und es gibt sie in den meisten Dicken, Formen und Ausführungen. Es gibt quasi nichts, was es nicht gibt, und mit Kunststoff-Flights macht sicher niemand etwas falsch. Es gibt sogar Flights, die mit einer 3D-Struktur gefertigt werden, die bei ihnen für erhöhten Halt in den Chefs sorgen sollen. Ganz zum Schluss noch ein ganz wichtiger Tipp von uns: Die Flights sind das, was deinem Dart so ein bisschen an Charakter geben. Such dir also unbedingt Flights aus, die dir auch optisch gefallen, weil das kann den entscheidenden Unterschied im Kopf ausmachen. So, das war's jetzt wieder soweit von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen hoch und über einen Kommentar unter diesem Video freuen. Außerdem könnt ihr natürlich gerne ein kostenloses Abo dalassen, damit ihr keine zukünftigen Darts-Videos mehr verpasst. Bis dahin, wir sehen uns und natürlich wie immer allzeit, good Darts!